Ja, schönen guten Morgen, liebe Autofreunde, wieder bei Cargold, einem neuen, ganz besonderen YouTube-Film. Wir haben hier nämlich ein Auto, das ist wahrscheinlich der wertvollste überhaupt dieser ganzen Marke, und zwar ein VW Rommage. Das ist was ganz, ganz Seltenes von einem Karossier gewesen, der in den 50er Jahren nach dem Krieg wieder angefangen hat, Autos zu bauen, und das auf einem Chassis von einem VW. Der Herr Nordhoff, damals Chef von VW, war also absolut dagegen. Die waren keine Freunde. Aber das hier war was ganz, ganz Exklusives. Das Auto hatte auch so ein Glamour-Video, also Glamour-Image, kann man sagen, Glamour-Image. Und der Wagen ist selten und wunderschön. Also es gibt von diesem Auto, es sind nur 85 Stück gebaut. Alles in Handarbeit, also 1200 Stunden hat das gebraucht, Aluminiumkarosserie auf Holz. Und dieser hier ist einer von 10 voll restaurierten. Wir haben weltweit ein Register, wo jedes Auto drin ist. Es gibt heute noch 31 dieser Autos mehr, existieren gar nicht mehr. Und die beiden restaurierten von 10, zwei restaurierte, ein Coupé und ein Cabrio, haben wir jetzt hier zur Vermarktung. Das Auto ist wunderschön und eine absolute Weltrarität. Anders kann man das nicht sagen. Man kann es also sehen hier hinten, Rommage-Karosserie, könnt ihr hier vorne sehen. Das Design ist absolut erste Klasse und wie gesagt, absolut selten. Hat damals auch eine Menge Geld gekostet, wenn man das umrechnet. Damals ein D-Mark, also hat damals 9.000 Mark gekostet. Das war ja fast das Dreifache von einem Käfer. Das wären heute 50.000 Euro. Und dann, wie gesagt, hier die Restaurierungskosten bei dem Auto. So ein Wagen kostet heute richtiges Geld, muss ich sagen. Ist absolut weltweit was für eine Sammlung und ist normalerweise überhaupt nicht zu haben. Wir haben eine lückenlose Geschichte. Wir wissen, wo der Wagen herkommt. Sämtliche Kfz-Briefe sind da. Das hat damals mal der Bürgermeister von Bad Wildungen gehört, das ist bei Kassel. Und alle weiteren Schritte dann nachher zu einer Sammlung, Seekamp-Sammlung, sagt euch vielleicht was, heute dann in einer anderen Sammlung. Die strukturieren jetzt um, deswegen haben wir das Auto bekommen. Aber das ist eine absolute Rarität. Das ist einer der seltensten Autos überhaupt, die es gibt, von der Marke VW. Zustand ist erste Klasse. Also sind nur 10 voll restaurierte bekannt. Zwei davon haben wir. So, jetzt fahren wir mal los. Jetzt zeigen wir euch mal, was das eigentlich ein besonders schönes Auto ist. Der ist ja seltener als ein BMW 507. Man kann aber hier vorne am Schlüssel schon sehen, dass es ein VW ist. Guck mal hier, das ist der alte VW-Schlüssel. Könnt ihr hier sehen. Es gibt also, das sind alles noch VW-Schlüssel, das Chassis, alles VW, Motor VW mit 30 PS, wobei er hier hat eine besonders starke Vergaseranlage, hat also dadurch 50 PS. Ja, VW, das kennt man ja, wie sich ein VW anhört. Aber wie gesagt, 50 PS und damit war der Wagen immerhin 145 Stundenkilometer schnell. So. Ja, VW bin ich ja nun wirklich lange nicht mehr gefahren, aber das ist klassisch VW, man hört das am Sound. Ich hatte ja ganz früher am Anfang mal ein VW. Schaut euch mal hier die Schaltkulisse an, das kennt jeder. Damit sind ja Millionen Menschen groß geworden. Aber das hier war das Luxuriöseste, was man seinerzeit kaufen konnte von VW. Und der Wagen ist komplett in Handarbeit gefertigt, man muss sich mal vorstellen. Das hat 1200 Stunden gedauert, bis so ein Wagen fertig war. Und die Details hier an dem Auto, die finde ich absolut klasse. Also einmal dieses wunderschöne Lenkrad ist natürlich nicht das originale VW-Lenkrad. Schaut euch das mal an hier. Das ist aber das Originale damals von Rommage. Alles ein bisschen besser. Hier dieses wunderschöne Logo mit der Palme. Dann hat er ein Tachometer von VDO bis 160. Dann hat er hier in der Mitte eine wunderschöne Uhr. Das ist alles ein bisschen schöner designt. Und hier von Oettinger eine Temperaturanzeige, gut, da weiß ich jetzt nicht genau, ob die original ist. Sonst hier vorne das originale Radio aus der Zeit noch. Dann hier, wie gesagt, der Anlasser, hier kleines Handschuhfach und dieses wunderschön designte Handschuhfach, also Armaturenbrett, ist absolut klasse. Dann damals Trend der Zeit, der ist ja ab 1957 gebaut worden, waren natürlich diese Panoramafenster, waren auch hinten so kleine Heckflossen, die hat er hinten angedeutet. Und dadurch, dass die alles alleine gemacht haben, alles in Handarbeit, ist das natürlich ein absolut seltenes Auto gewesen.
wenn man sich überlegt, 85 Autos hat man nur gebaut davon. Und die paar Leute, die paar Autos, die es weltweit gibt, haben sich natürlich organisiert. Und man weiß, dass es heute noch 31 Autos gibt, vom Coupé und vom Cabrio. Und davon sind nur 10 voll restauriert. Und 2 davon haben wir hier jetzt im Angebot. Das Coupé filmen wir euch nächste Woche. Das hier ist das Cabrio. Und der Wagen gilt als einer der besten überhaupt. Er hat damit zu tun, dass er eine komplette Aluminiumkarosse hat. Und da, wo Aluminium auf Metall trifft, rostet so ein Wagen gerne korrodierter. Und es ist sehr, sehr aufwendig, so einen Wagen zu restaurieren. Aber das ist hier gemacht worden. Auto kommt jetzt aus bedeutender Sammlerhand schon sehr, sehr lange. Ich kenne die Leute, die haben Top-Sammlungen und die haben nur das Beste in ihren Sammlungen stehen. Aber man merkt hier eins, also wenn man hier Gas gibt, der hat wirklich Power. Der hat deutlich mehr als 30 PS, das spürt man. Hat natürlich Trommelbremsen, das gab es damals nicht anders in den 50er Jahren. Der Wagen ist nur 4 Jahre gebaut worden und dann 1961, wer es vielleicht weiß, da war August, ist dann die Mauer gebaut worden. Und dadurch hat Fritz Rommetsch 90 seiner Mitarbeiter verloren. Er war ja in Berlin-Halensee. Also die Firma Neuss und die Firma Erdmann und Rossi kamen ja aus Halensee. Und das waren aber damals geniale Karossiers in den 30er Jahren. Die haben die berühmtesten Mercedes und noch andere Topfahrzeuge kreiert. Und dieser Herr Rommetsch, Fritz Rommetsch, hat mit Herrn Besko zusammen, beide Freunde von Erdmann und Rossi, da diese Autos gebaut. Das war einmal der Besko, den haben sie ab 1949 gebaut, der wurde dann Blechbanane genannt. War aber auch ganz bedeutendes Auto, so ein bisschen Anlehnung an Porsche, gibt es heute auch kaum noch welche. Und wenn ja, da sind die ziemlich teuer, diese Autos, weil sie halt eben absolut selten sind. Und man hat dann bis zum Schluss, noch bis zum Jahr 2000 noch Busse gebaut und so. Aber die große Zeit von Rommetsch, dass sie so wunderschöne Designentwürfe gebracht haben, mit diesem Glamour-Faktor, die ist dann vorbei gewesen. Und ich meine, das Auto, also ich muss sagen, man sitzt ganz toll hier drin. Der läuft richtig klasse. Er ist sehr überschaubar, weil er ja nicht sehr groß ist. Also der Rahmen von dem Auto ist ein VW-Chassis. Ihr wisst, der VW war jetzt ja nicht, also ein Wunder an Größe kann man ja nicht gerade sagen. Aber dann mit dieser schicken Form hier drauf. Naja, und dann kam noch was dazu. Die haben ja bei VW ab 1957 dann Karmann Ghia gebaut in Osnabrück. Und das war über Nordhoff, war damals der Chef von VW, war natürlich dann eine Großserienfertigung und da konnte Rommetsch nicht mitkommen mit diesem Auto. Die haben ja handgebaut, die waren ja viel, viel teurer, diese Autos. Ja, und der Nordhoff war sowieso nicht der Freund von Rommetsch, der hat sich sehr geärgert drüber. Der hat dann auch keine Chassis mehr geliefert, das hat er gesagt, machen wir nicht mehr. Und da haben die Rommetsch-Leute, sind die überall hinter Unfallautos her gewesen von VW. Und haben dann aus diesen Unfallautos, Chassis und so weiter, alte VW-Rahmen, solche Autos gebaut. Weil, wie gesagt, man war nicht bereit, das mit denen zu teilen und hat dann über Karmann in Osnabrück eine eigene Produktionslinie aufgebaut. Karmann Ghia war ja sehr, sehr erfolgreich. Übrigens, der Besko, der ist nachher zu Karmann Ghia auch gegangen und hat da dieses Auto mitdesignt. Also wenn man sich das mal so anschaut und ein bisschen vergleicht, kann man sehen, dass das Auto hier sich ein bisschen im Karmann Ghia wiederfindet. Also diese Designlinie, wobei das Auto hier viel schicker und viel, viel eleganter ist, kann man nicht anders sagen. Und schaut euch mal dieses toll designte Armaturenbrett an hier. Das ist doch wirklich wunderschön. Und so hat der Wagen sowieso, also überall diese ganzen Chrom- und Aluminium-Applikationen. Das Auto ist höchstwertig gebaut worden. Deswegen halt damals auch der hohe Preis. Das ist eigentlich ein Luxus-Cabriolet gewesen. Ja, war ein Luxuskabel. Macht mir total Spaß. Ich bin sowas noch nie gefahren. Der typische VW-Motor, so wie man ihn kennt, ihr könnt das ja hören, marschiert hier wunderbar nach oben. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, gut. Ja, altes Auto. Jetzt habe ich einen Blinker. Ah ja, Blinker. Das ist der Blinker, halt ziemlich klein hier vorne. Aber ich sag mal, das Auto hat so schöne, elegante Details. Als ich den gesehen habe, ich muss erst überlegen, was ist denn das überhaupt für ein Auto? Dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen. Den Namen Rommetsch kannte ich natürlich. Aber dass die so schöne Autos gebaut haben, war mir nicht bekannt. Und wie gesagt, das hier ist eine absolute Rarität. Es gibt 10 restaurierte, 2 davon bei Cargold jetzt.
Und wir wissen, also ich habe mit Spezialisten schon mal ein bisschen telefoniert, soll hier wahrscheinlich der Beste sein. Also ich will darauf jetzt nicht bestehen, aber man sagt, es soll der Beste sein, weil es sensationell gemacht. Die sind auf die ganze Welt verteilt. Das sind jetzt noch 31 Autos, viele im schlechten Zustand, sind ja mal 85 gebaut worden. Davon gibt es jetzt noch ein Drittel ungefähr und davon nur 10. Also sagen wir mal, 10% davon sind restauriert und im guten Zustand. Und ihr könnt mal ganz sicher sein, wenn jemand so ein Auto besitzt, wird dann ohne weiteres auch überhaupt gar nicht erst abgeben, weil das einfach ein absolutes Highlight ist. Also ein so ein Auto muss man kaufen dürfen. Das kann man nicht sagen, ich möchte den haben und kaufe den dann. Gibt keine. Das ist einfach so, es gibt keine. Und dass wir sowas da haben, ich mache das jetzt 38 Jahre, habe sowas noch nie gehabt. Ich wusste zwar, dass in der Sammlung Seekamps und Wagen steht, aber gesehen habe ich ihn damals nicht. Und wie er genau aussieht, das wusste ich auch nicht. So, da vorne müssen wir da irgendwo was finden, oder? So, ich habe jetzt für euch mal hier so ein paar Unterlagen rausgeholt, weil das muss ich euch einfach zeigen. Weil das ist so besonders und da kann man wirklich auch sehen, was das hier für ein tolles Auto ist und wie selten er ist. Also so ein Wagen, es gibt ja bloß eine Handvoll davon. Jetzt soll sich Paul mal hier neben unsere schöne Bank oder neben mich setzen hier. In der schönsten Morgensage, ich genieße das wieder heute total. Also schaut mal hier, Romage Lawrence Registry. Es gibt noch 15 Coupés, da sind die auch alle einzeln aufgeführt, nicht? Da sieht man welche und es gibt auch Cabrios, nur noch 15 Stück. Da ist unser Auto auch dabei. Und wenn man mal auf die Rückseite geht, das ist also aus Amerika gekommen, 10 Cars are restored, 5 Coupé und 5 Convertible. Das ist einer von 5 restaurierten Cabrios. Alle anderen 7 Cars in Restoration, 3 Cars in decent condition, 11 Cars total, also müssen komplett restauriert werden. Also da ist wirklich jedes einzelne Auto aufgeführt. Und das hier ist ein absolutes Highlight. Schaut euch das mal an, wie der da steht. So, und was ich auch sehr schön finde hier, wir haben hier noch den Originalprospekt von 1957-58. Genannt wird das dann Modell 1961. Hatte schon etwas andere Rückleuchten, das könnt ihr hier sehen. Das war praktisch die letzte Serie. Wir haben ein frühes Auto von 58. Romage Spezialkarosserien, damit Fritz FR, Fritz Romage, damit haben sie ihren Ruf begründet. Ein Wagen für den verwöhntesten Anspruch ist natürlich klar. VW war damals ganz einfache Arbeit, hat keine 4000 Mark gekostet. Ein Wagen, der jedem Besitzer Freude bereitet. Ja, das hat er wirklich getan. Es war eine absolute Rarität, aber man konnte sich nachher gegen die Massenproduktion nicht durchsetzen. Hier sieht man Länge 4,10 Meter, Breite 1,60 Meter, Höhe 1,35 Meter, wog nur 820 Kilo. Und das habe ich eben gemerkt beim Fahren. Der zieht toll durch und ich finde es gut, dass der da eine stärkere Vergaseranlage drauf hat. Dadurch läuft er richtig. Ja, dann hier ist das nochmal kurz erklärt. Volkswagen Sport Cabriolet von 1958, Modell Lavrenz. Und zwar, der Romage hat immer die Modelle, die er hatte, nach den Namen seiner Mitarbeiter benannt. Das ist von dem Herrn Lavrenz gemacht worden, beispielsweise. So, und hier steht VW Serienmotor oder auf Kundenwunsch Spezial VW Motor mit Okrasa Doppelvergaser. Das hat er hier. Hat 50 PS bei 3400 Umdrehungen geschafft und fuhr damit immer in 145 Stundenkilometer schnell und verbrauchte im Schnitt 8 Liter. Ja, 8 Liter ist ja heute auch noch angemessen und gar nicht mehr so viel. Und es ist mal also der Preis nicht 9.260 Mark, das war damals sehr viel Geld, es entspricht heute 45.000 Euro. Und wenn ihr euch das mal anguckt, also der Wagen ist wirklich wunderschön. Also gehen wir mal drumherum, das ist die frühe Serie mit diesen Rücklichtern. Und wenn man sich so das ganze Auto anguckt, es fällt einem ein Kamangia dazu ein, nur dass der Wagen viel spektakulärer ist. Dann hat er diese Doppelrohr-Auspuffanlage hinten. Die hat übrigens gehabt Porsche 1959, 1960 für eine kurze Zeit. Dann steht hier hinten drauf, also Motor ist hier hinten drin, normaler VW-Motor, Romage Karosserie. Und das Logo ist auch vorne rechts. Also ich kann es euch einmal hier zeigen, auf dem Armaturenbrett. Kann euch das Paul mal zeigen. Guck mal hier vorne, Karosserie Berlin Halensee. Da war früher Erdmann und Rossi, aber wie gesagt, das ist dann nach 1961 gab es ja die Berliner Mauer und dann war das vorbei. Nicht? Da hat er einen Großteil seiner Belegschaft verloren. Und ich sag mal auch das Design. Also das Design von dem Auto ist eine Mischung aus Italienisch, könnt ihr glaube ich gut sehen, und Amerikanisch. Auch diese wunderbare Zweifarbigkeit bei dem Auto, das ist wunderschön. Also das ist ein richtiger Luxus-VW End 50er Jahre.
Und also von der Wertigkeit, von der Seltenheit, sensationell. Ist seltener als ein BMW 507, seltener als ein Mazda SL. Schaut euch das mal an, das ist ein deutsches Spitzenprodukt. Und da, die haben sich richtig Mühe, voll Aluminiumkarosse. Auch die Lichter vorne erinnern an Karmann-Ghia. Also ich sag mal, es ist eigentlich jedes Detail, wenn man sich das anguckt, auch innen die Ledersitze, die sind wirklich hervorragend bequem. Ich habe da eben sehr gut drin gesessen und hat da Zweifarbigkeit. Und das ist, führt sich auch im Armaturenbrett fort. Oben ist er rot, in der Mitte ist er schwarz. Also man hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Auch hier die Türen, nicht? Schaut mal hier, wie edel das alles verarbeitet ist. Also viel, viel besser als bei einem normalen VW. Hier ist eine Aluminiumleiste. Hier vorne sind auch Leisten vorne drauf. Also das ist also handwerklich ein ganz toll gearbeitetes Auto. Hat auch die Einstiegsleisten waren komplett aus Chrom. Das war der absolute Luxus-VW. Und hinten ist noch schön Platz für eine Reise gewesen. Schaut mal hier, da konnte man noch Gepäck unterbringen. Hinten war natürlich der Motor drin und vorne dann der Tank. Das zeigen wir euch nachher mal, wenn wir wieder zurück sind. Hier wunderschöne Sonnenblenden auch, ähnlich wie beim Porsche. Aber alles sehr edel und sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Was man hier zu dem Wagen sagen kann, es ist natürlich alles Einzelanfertigung. Schaut euch mal diese spitzdesignten Stoßstangen an. Die hat es bei keinem anderen Auto so gegeben, auch hier vorne. Also das sind alles Teile, die schönen gefertigten Chromteile, auch die Blinker. Alles einzeln Spezialanfertigung, das kommt nirgends aus einer Massenproduktion. Das ist nur für diesen Wagen so gebaut worden. Und das hat es halt eben dann so extrem teuer gemacht. Auch diese Türen mit diesem tollen Knick da hinten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Schaut euch das mal an. Wie schön designt diese Türen sind hier. Mit diesem wahnsinnig tollen Knick hier hinten drin. Und das alles aus Aluminium ist natürlich hier aufwendige Karosseriearbeit. Da unten vorne rechts am Kotflügel befindet sich übrigens nochmal das Logo von Rommetsch Karosseriebau. Fritz Rommetsch, 50er Jahre. Ja, eine absolute Rarität. Ja, Rommetsch hat sich damals orientiert an der Firma Porsche und zu der Zeit kostete ein 356 ebenfalls 9.000 Mark. War damals eine Menge Geld, aber letzten Endes hat sich dann Porsche durchgesetzt. Die haben halt eben alles eigenständig gemacht und er musste von VW die ganzen Teile nehmen. Obwohl der ganze Rest ist, also wir kennen ja Porsche 356 auch aus der Zeit, ist luxuriöser als beim 356. Also das muss man wirklich sagen. Und es gab selbst die Firma Borgward übrigens, hat ein Modell, den Goliath 1100, als Sportcoupé von Rommetsch fertigen lassen. Also Rommetsch hat damals, die waren Anfang der 50er Jahre, absolut in. Und das war was ganz Besonderes, einen Rommetsch zu haben. Die haben damals ein super glamouröses Image gehabt und haben es nur leider nicht durchgestanden. Und wenn 1961 nicht dieses Thema, niemand hat die Absicht, hier eine Mauer zu bauen, passiert wäre durch Walter Ulbricht, was er ganz anders kam als behauptet, dann wird es möglicherweise Rommetsch noch heute kennen als Spezialkarossier, denn die haben immerhin gelernt bei Erdmann und Rossi in Berlin-Halensee und das war die beste Adresse überhaupt für Karosserien. Hier anhalten. Dann mache ich das mal. So. Nicht, dass er wegrollt, das wäre doof. Muss mal hinterher rennen. Warte mal, da muss doch hier. Ja. Porsche typisch. Ist hier vorne der Zug. Also genauso wie beim Porsche auch. Aber er hat auch wieder eine ganz luxuriöse Klappe. Hier ganz dick mit dem Chromgriff. Was toll ist, aber das kennt natürlich nun jeder, das ist eine VW-Maschine. Hat halt eben nur die beiden Vergaser
und dadurch läuft er so gut. Aber man hat Platz, man kommt hier sogar an die Zündkerzen an der Seite ran, was beim VW eigentlich nicht geht. Aber man sieht auch hinten im Motorraum alles tipptopp restauriert. Restaurierung ist schon etwas länger her, das ist aber super gemacht. Und in der Szene, wir kennen da so ein paar Leute, die man fragen kann. Die haben auch gesagt, also er hier gilt als einer der Besten überhaupt. Und das denke ich, das kann man auch sehen. Dann hat er noch diese tolle Farbe, zweifarbig schwarz-rot, steht dem Wagen unglaublich gut. Und ihr könnt sicher sein, wenn ihr ein VW Rommage Cabrio besitzt, der Lovrenz, einer der seltensten Auto der Welt überhaupt. Und im Verhältnis dazu gut, der kostet schon auch richtig Geld, das muss man sagen. Besprechen wir hier auch persönlich bei uns. Aber schaut euch das mal an, wunderschön. Es ist eigentlich ein großes Glück, an so ein Auto überhaupt mal ranzukommen, weil sowas normalerweise gar nicht angeboten wird. Und mittlerweile haben die Leute erkannt, Marke VW ist ein Weltkonzern. Und dann da so ziemlich die interessantesten Kreationen erwerben zu dürfen, wo es dann nur noch 30 gibt auf der Welt, das ist natürlich ein Highlight. Und ich gehe mal davon aus, dass die Wertentwicklung bei solchen besonderen Stücken, das sind ja absolute Kunstwerke, weiter nach oben gehen. Weil das erkennen immer mehr Leute und durch die weltweite Verbreitung solcher Fahrzeuge, wo man ganz genau weiß, wie selten die sind, da gibt es einen Markt dafür und das ist ein Weltmarkt, das ist kein deutscher Markt mehr. Aber ich freue mich, dass wir euch sowas mal im Film hier zeigen können, weil es macht mir nicht nur einen Riesenspaß, sowas zu fahren. Also ich muss sagen, so ein Auto hätte ich mir auch selber kaufen können früher. Der fährt sich übrigens total leicht. Servolenkung braucht er nicht, der Wagen wiegt ja nichts, um die 800 Kilo. Er hat genügend Kraft, man kann alles mitfahren. Er hat auch schön Platz, er hat auch vorne einen einigermaßen großen Kofferraum. Und wie gesagt, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist, man kann sicher sein, dass es keinen zweiten gibt, auf den man da irgendwo trifft. Dazu ist er viel zu selten. Und im Moment halt bei uns die einmalige Möglichkeit, sogar zwei zu erwerben. Coupé und ein Cabrio. Den Film von dem Coupé werden wir nächste Woche machen. Jetzt soll es erstmal regnen ab morgen. Nächste Woche ist wieder schön Wetter angesagt, da werden wir mit dem anderen fahren. Aber er läuft ja hier wirklich wunderbar. Und dass der hier ohne weiteres 145 schnell ist, das glaube ich dem Auto, das spürt man. Der zieht gut durch, er wiegt nichts. Er lenkt sich auch total leicht. Und er hat ja, egal wo man guckt, jede Menge schöne, authentische, originale Details. Auch dieses Lenkrad finde ich total toll. Ist ein totales Highlight, ist völlig anders als ein VW-Lenkrad. Sehr luxuriös, gut gemacht hier mit den Rillen. Hier vorne zum Festhalten, sehr, sehr gut gemacht. Um das auch nochmal zu sagen, also ich freue mich immer über Highlights. Das sind Autos, die wir haben, auch immer gut verkaufen können weltweit. Wenn ihr sowas habt oder auch Sammlung, bitte bietet sie mir an. Wir verkaufen teilweise auch Sammlung. Völlig diskret. Wir haben eine ganze Reihe von Filmen schon gedreht, die wir dann nicht der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit bringen durften, die aber trotzdem haben. Das ist dann immer je nachdem auf Kundenwunsch. Das heißt, wir filmen auch ohne Veröffentlichung. Wer weiß, das ist dann irgendwann in 10 oder 20 Jahren, wenn dann so Autos mal weiterverkauft wurden, dann sagt vielleicht der ein oder andere, den Film könnt ihr jetzt bringen. Also da haben wir noch viel tolle Sachen auf Lager.
ja, verbreitet gute Laune, genau. Verbreitet sehr gute Laune, kann ich nicht anders sagen. Da weiß ich wieder, warum ich meinen Beruf so gerne mache. Aber das ist sicherlich ein Highlight. Also ob wir da noch mal ein zweites Auto bekommen, da sind die Chancen sehr, sehr gering. Es gibt bestimmte Sachen, die hat man dann nur einmal und das war's dann. Und das ist hier so ein Highlight. Überhaupt kein Neidfaktor bei dem Auto. Man weiß, dass man auf jeder Veranstaltung so ziemlich der Einzige ist mit dem Wagen. Es gibt halt eben weltweit noch 30 Stück und nur 10 sind restauriert. Das heißt also, nur diese 10 kann man auch richtig fahren und einsetzen. Und man kann ihn sogar sportlich fahren. Also ich bin wirklich überrascht. So mancher Porsche mit 40 PS Anfang der 50er fährt nicht so gut wie er hier. Der läuft richtig gut, der Wagen hier. Den kann man richtig zügig bewegen. Hat ein ganz leichtes Lenkrad, überschaubare Karosserie. Schöner Wagen. Ja, Freude am Auto war mal wieder, ich glaube, unsere 385. Serie, die wir mittlerweile gefilmt haben, jetzt in 2 Jahren. Wir werden weiter filmen, weil Freude am Auto ist auch Freiheit und Freude am Leben, also für mich zumindest. Ja, da vorne sind wir jetzt wieder am Beuerberg, das kennt ihr ja schon. Wenn ihr uns ein bisschen länger zuguckt, da stehen die Autos. Darf ich mich von euch jetzt erstmal verabschieden? Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß, hier zuzukicken, zu gucken. Bleibt uns weiter treu. Alles Gute, bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan und ciao.